Sonnenschein, schönes Wetter und steigende Temperaturen. Zeit für das Schärpsgrabenbad, sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Dominik Strutzer, Abteilungsleiter für Bäder Fürth, ist positiv gestimmt. Ja, in dieser Saison laufen die Vorbereitungen erstaunlicherweise sehr gut. Das Wetter hat super mitgespielt. Wir sind ungefähr eine Woche weiter, als wir es in den letzten Jahren wären zu dieser Zeit. Wir könnten im Prinzip das Wasser aufheizen und die Badegäste reinlassen. Dominik und sein Team bereiten das Freibad schon seit mehreren Wochen vor. Mit seiner Größe von knapp 120.000 Quadratmetern und insgesamt 4 Becken steht noch einiges an Arbeit an. Dabei stoßen sie auch auf Herausforderungen. Personalprobleme, die hört man überall. Hier bei uns ist es kein Thema aktuell. Wir arbeiten mit einem Dienstleister zusammen, der auch das Fürther Mare betreibt. Und durch rechtzeitige Personalorganisation sind wir für die Saison auch wieder gut aufgestellt. Andere Herausforderung ist natürlich die Kostensituation allgemein. Personalpreise sind gestiegen. Eintrittspreise können wir Gott sei Dank konstant halten damit. Der Badegast bekommt davon nichts mit. Auch in der Filterzentrale des Fürther Freibades läuft diverse Technik auf Hochtouren, um das Wasser für die Badegäste sauber zu halten. Hier wird das ganze Badewasser aus allen Becken aufbereitet und am Ende wieder zu den Schwimmbecken zurücktransportiert. Durch die großen Leitungen über mir und hinter mir wird das gesamte Wasser aus allen Schwimmbecken in das Gebäude reingepumpt. Auf dieser Seite sehen wir große Filterbehälter. Durch die wird das Wasser durchgeleitet. Da drin befindet sich Sand, der in seinen Poren Haare, Fusseln, Blätter, Insekten, die ins Wasser geraten und was sonst so alles an Kleinmaterial im Wasser landet. Ein Stück von einer Schwimmnudel, mal ein Schnuller von einem Kind. Das sammelt sich alles hier in dieser Aufbereitungsanlage an. Danach wird das Wasser nochmal nachgeklort, der pH-Wert eingestellt und dann geht's zurück ins Becken. Die alte Steintribüne bekommt im Rahmen von knapp 80.000 Euro Sanierungskosten einen neuen Anstrich und soll als grüne Liegefläche dienen. Ja, eine Neuheit sehen wir zu meiner rechten Seite. Unsere alte Zuschauertribüne aus den 50er Jahren ist in den letzten Jahren immer maroder geworden. Wir mussten sie jetzt etwas unternehmen. Und in diesem Jahr erwarten unsere Gäste eine grüne Liegefläche, Sitzfläche auf unserer Tribüne und wir können sie wieder vollständig öffnen für das Publikum. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Die Startblöcke werden montiert, die Liegen rausgebracht und die Becken geheizt. Am 9. Mai kann dann offiziell die Badesaison losgehen.